Nach dem gut besuchten Faschingsumzug in Altheim stand als nächstes die Faschingssitzung der Faschingsgilde Altheim am Veranstaltungskalender. Und hier wurde wieder einiges geboten. Fische-Prinzessin aus Dschungel? Naja, die Highlights für uns sicherlich sind einmal erstens definitiv, dass wir ausverkauft sind an allen drei Abenden. Wir haben heuer erstmalig im Jubiläumsjahr 10 Jahre einen dritten Abend dran gehängt, weil wir gesagt haben, wir probieren es. Wir waren sehr positiv überrascht von der Resonanz her, war echt sensationell. Die Highlights sind natürlich, was sich gerade so politisch in Altheim abspielt. Ja. Das geht los mit der geplanten Händelfarm im Betriebsbaugebiet. Also, warte mal, ganz wichtig ist, wir nehmen heute ein Schwein da, weil die guten Händel da im Mauerberg, die gibt es noch nicht. Da haben wir gesagt, nehmen wir später. Wir können es dann später mal mit dem Händel auch machen. Also, Alter. Und wir haben einen Song-Eurovisions-Contest, also mit alten Schlagern und Interpreten machen wir. Wir machen die Mülltonnen, das Manamana. Wir haben ein vielfältiges Programm. Auch ein echter Polizist steht auf der Bühne und seine Rolle ist... Das ist der Stadtsheriff, ja, wo wir das ganze Revue passieren lassen, was so passiert ist. Hoppalas, das beim Stadtsheriff bringen wir. Es ist natürlich die Wahlen im Herbst, Gemeinde- und Landtagswahlen, ist natürlich ein starkes Thema natürlich, wo wir politisch Sachen ein bisschen lustig bringen. Rauch am Mauernberg. Ja, da geht im momentan der Rauch gewaltig auf der Hof. Nur weil der Franz Grafenberger ein paar Händel einbürgern will. Ein paar Händel, bei ihm daheim am Hof? Nein, da wird er tatsächlich selber zu viel strenger. Also. Wichtige Sache. Ein Mitglied des Elferrats hat seiner Freundin einen Heiratsantrag per SMS geschickt. Ist doch klar, oder? WDMH. Willst du mich heiraten? Ah. Auf der Bühne folgt dann der echte Antrag. Willst du mich heiraten? Und nach kurzem Überlegen folgt die Antwort. Ja! Mit dem Ende des Faschings wird bereits Material für den nächsten Gschnas gesammelt. Also Altheimer, nehmt euch vor den Putzweibern und dem Stadtsheriff in Acht. Sonst landen eure Hoppalas beim Gschnas 2016. Sensor!